Hähnchencurry mit roten Linsen und Zucchini. Ihr nehmt eine schöne Zucchini und schneidet die in mundgerechte Stücke. Eine große Zehe Knoblauch, auch in Würfel geschnitten. Frisch geriebenen Ingwer, geröstetes Sesamöl, die Zucchini dazu, Knoblauch dazu und den Ingwer. Wichtigste dazu, eine Currypaste. Halben Esslöffel auch mit rein und anrösten. Ein Esslöffel Kokosrassel noch rein. Shake, 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 shake. Gut 100 Milliliter reingeben. Zwei Esslöffel rote Linsen dazugeben. 5 Minuten Zeit ist vergangen. Und jetzt geschnetzeltes Hähnchenbrustfilet noch mal 2 Minuten ziehen lassen. Ich liebe Cashewkerne. Mir gibt jetzt eine beschichtete Pfanne. Pfanne schön heiß machen. Viertel Teelöffel Zuckerfleisch dazu. Und die Nüsse hier dann so ein bisschen karamellisieren lassen. Die Linsen sind weich. Und jetzt das Curry schön auf einen vorgewärmten Teller anrichten. Obendrauf die karamellisierten Nüsse. Und jetzt frischer Limettensaft. Bisschen Koriander dazu. Freunde der Nacht, nachkochen. Blitzrezepte à la Henze. Guten Appetit.